Anne Steffens? Ja? Hab Kommissarin klar, das ist mein Kollege Fischer. War's nicht in Ordnung? Wir sind wegen dem Mordfall auf dem Weingut Heller hier. Was? Hat sich das noch gar nicht rumgesprochen. Hm. Können wir irgendwo in Ruhe reden? Klar. Ermordet? Für Sie ist das doch kein großer Grund zur Trauer, oder? Was? Sie hatten doch mal eine Beziehung mit Daniel Heller. Mal ja, mal nein. Ganz so, wie es dem Herrn gerade gepasst hat. Wie lange geht das schon so? Seit der Jugendfeuerwehr. Man wächst zusammen auf in dem Kaff. Ich lieb den Arsch. Aber er... Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, verstehen Sie? Wann hat's ihm denn das letzte Mal gepasst? Kurz bevor die Signorina hier aufgetaucht ist mit ihren Designerklamotten. Da kann das hier natürlich alles nicht mithalten. Ich nehme an, die Hellers haben Sie nicht eingeladen. Nein, die hassen mich. Wo waren Sie heute Vormittag? Ah, so läuft der Hase. Einkaufen. In Wiesbaden. Moment. Bojan? Ja? Wir waren heute zusammen bei Gastrokauf. Wann waren wir da wieder hier? So um 12? Ja, kommt hin. Und Sie waren die ganze Zeit zusammen? Mhm. Ja, wie immer. Da ist die Quittung. Da steht die Uhrzeit drauf. Ich war's nicht. Sie haben einen Grund, eifersüchtig zu sein auf Frau Scholl. Oder sie sogar zu hassen. Die? So ein Quatsch. Das würde ich Daniel nie antun. Soll er heiraten, wen er will, das ändert nichts. Ändert nichts daran, dass sie zusammengehören? Da können Sie jeden fragen. Ja, die Eltern von Daniel Heller ja wohl nicht, oder? Nee, die nicht. Wie auch immer, Daniel Heller hat sich für Frau Scholl entschieden. Diese verwöhnte Tusse. Die hätte ihn nur unglücklich gemacht. Die wäre viel zu etepetete für ihn. Sie meinen, dass jemand wie Frau Scholl nicht zu einem Dorfjungen passt, der sein Leben im Weinberg und auf dem Traktor verbringt? Die wäre genauso schnell abgehauen, wie sie aufgetaucht ist. Sie waren noch einmal bei Daniel Heller. Was wollten Sie von ihm? Wollten Sie ihn davor warnen, einen Fehler zu machen? Oder wollten Sie ihn noch umstimmen? Wie hat er denn reagiert auf Ihren Besuch? Na, wie wohl. Er hat mich rausgeschmissen. Ja, trotzdem haben Sie offensichtlich nicht aufgegeben. Was ist das? Hat Frau Scholl Sie überrascht, als Sie diese Botschaft auf den Spiegel geschrieben haben? Nee, so war das nicht. Waren Sie nicht im Brautzimmer? Ja doch, aber ja, am Abend vorher. Fragen Sie Daniel. Nachdem er mich rausgeschmissen hat, bin ich an dem Brautzimmer vorbeigekommen. Die Tür stand offen. Alles war vorbereitet, das Kleid und die Schuhe. Und da habe ich gedacht, den Tag versau ich dir. Und da haben Sie den Brautschuh mitgenommen. Ja, Frau Steffens, das, was Sie mir erzählen, entlastet Sie nicht gerade. Ich meine, Sie haben ein starkes Motiv, Sie hatten Zugang zum Tatort und Sie haben gelogen, als es um Ihr Alibi ging. Weil ich keins hab. Wo waren Sie denn zur Tatzeit? In meinem Lokal. Ich habe mir vorgestellt, wie sie mit nur einem Schuh auf den Altar zuhumpelt. Und dann habe ich eine Flasche Sekt geköpft und aus dem Schuh aufs Brautpaar getrunken. Allein? Ja, ich habe ein paar Selfies gemacht, aber ich wollte die auch posten und dann kam ich mir irgendwie selbst scheiße vor. Wo sind die Fotos? Habe ich gelöscht.